Die Finanzierung von Euronet Plus, ein weiteres Beispiel für Bürokratie und Kompetenzgerangel, made in Brüssel, garniert mit Subventionitis auf Steuerzahlerkosten. Der EU-Parlamentarische Ausschuss für Kultur und Bildung beklagt, in der Entscheidung der EU-Kommission, künftige Subventionen nach einem offenen Ausschreibungsverfahren ausschütten zu wollen, übergangen worden zu sein. Das stimmt, geht aber am Problem vorbei. Laut Wikipedia informiert Euronet über politische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Geschehnisse in der EU aus paneuropäischer Perspektive. Ich nenne das Haus- und Hofberichterstattung nach deutschem Vorbild öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten. Die tägliche Sendezeit beträgt zwischen 30 und 60 Minuten. Bei einer Fördersumme von 2,2 Millionen Euro bedeutet das, dass jede einzelne Sendeminute mit sage und schreibe 12.000 Euro gefördert wird. Das entspricht dem Wert eines Kleinwagens. Davon hätte der Steuerzahler wenigstens noch etwas. So aber zahlen die Steuerzahler für Propaganda, die ihnen in Dauerschleife eintrichtert, wie toll die EU ist. Abgesehen davon ist die Förderung einer heutzutage längst überholten Senderstruktur in etwa so sinnvoll wie die Förderung von VHS-Videotheken. Einen Lichtblick allerdings gibt es. Aus der Entschließung geht hervor, dass der Sender ohne die finanzielle Beatmung aus dem EU-Steuersäckel gar nicht lebensfähig wäre und den Betrieb einstellen müsste. Meine Damen und Herren, es gibt Probleme, die lassen sich denkbar einfach lösen. Und so sollten wir es machen. Keine Förderung, keine Propaganda, Problem gelöst. Vielen Dank.